Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit dem zweiten Teil meines Bücherlesemonats Mai. Ich habe euch in der letzten Woche schon die ersten 7 Bücher meines Büchermonats vorgestellt. Ich packe euch den Link zum Video unten in die Infobox. Schaut da also gerne mal vorbei. Und heute geht es dann weiter mit den nächsten 7 Büchern. Denn insgesamt habe ich 14 Bücher gelesen und gehört. Davon waren auch 7 Bücher ein Highlight. Also wirklich richtig, richtig toll. Und auch hörbuchtechnisch 5 Hörbücher mit knapp 80 Stunden wurden gehört. Also richtig, richtig viel. Und das finde ich richtig schön. Also ich freue mich, wenn man so positive Dinge einfach mit dem Lesen impliziert, ohne sich irgendwie Druck zu machen, sondern Dinge auch manchmal einfach passieren. Gerade das Hörbuch hören hat mir in diesem Monat sehr, sehr gefallen. Ich hatte tolle Hörbücher, ich hatte tolle zu lesende Bücher. Ich habe insgesamt 8 haptische Bücher, ein E-Book und 5 Hörbücher gehört. Bin auf über 5.445 Seiten gekommen, was so rund 176 Seiten am Tag sind. Und ja, das würde ich tatsächlich im Mai auch genauso unterschreiben. Wir hatten einiges an Feiertagen. Ich war arbeitstechnisch in der Wiedereingliederung, hatte hier also durchaus noch ein bisschen Kapazität, gerade auch wenn man bei Ärzten und so wartet, dann irgendwie was zu lesen oder zu hören. Oder ich hatte auch Ergotherapie, da habe ich auch immer ein kleines Weilchen gewartet. Und ja, da ist das so, da kommt dann doch ein bisschen Hör- und Lesezeit zusammen. Ich habe euch die Bücher, die Buch 8 bis 14 sozusagen, unten in die Infobox gepackt wieder, zusammen mit den Infos und auch den Zeitstempeln. Schaut da super gerne mal vorbei, und wenn ihr danach noch Lust habt und den ersten Teil noch nicht gesehen habt, auch dieses Video verlinke ich euch natürlich zum ersten Teil unten in der Infobox. Kommt auch da gerne mal rum. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit meinen gelesenen Büchern und meinen Gedanken dazu. Und das 9. Buch geht dann eher so in historische Fantasy über, das neue Buch von Leigh Bardugo, Der Vertraute. Ich mochte von Leigh Bardugo die Krisha-Reihe wahnsinnig gerne. Ich mochte die Krähen und die Nikolai-Dilogie. Ich habe damals tatsächlich das 9. Haus, also die Alex Stern-Reihe, abgebrochen. Das war nicht so meins und war hier super gespannt, was Leigh Bardugo aus dieser historischen Fantasy, die uns eben ins historische Spanien mitnimmt, so ein bisschen zu erzählen hat. Ja, wir sind in einem sehr hohen Haus im goldenen Zeitalter von Madrid und wir treffen dort auf Lucia, ein Küchenmädchen, welches schon sehr schwer arbeitet, sich das Leben aber ein bisschen leichter machen kann, denn mit Hilfe ihrer Refrains kann sie gewisse Arbeiten eben mit diesem Zauber, mit dieser Magie erledigen. Also egal, ob da ein Krug heruntergefallen ist, den in die wieder in eine Teil sozusagen zu bringen oder Nähte aufgehen. Und da kann sie tatsächlich sehr einfach mit ihrer Magie, mit diesen Refrains, im Grunde Abhilfe schaffen. Doch leider erfährt ihre Hausherrin Valentina davon und zwingt sie dann eben ihre, ja, so gesagte Magie, ihre Wunder vorzuführen. Und weil Valentina gerne im Ansehen steigen möchte, wie die Menschen auf sie hinaufsehen, und möchte dann eben auch in der Klasse einfach nach oben steigen und nutzt da im Grunde ihr Dienstmädchen auf. So kommt es aber dann, dass Tomeo als ehemaliger Berater des Königs im Grunde hier aufmerksam wird, als er eben hier antreten muss. Und er ist recht beeindruckt von Lucia, und sie bekommt dann sogar noch Unterricht von Sandangel. Ein ganz, ganz toller Charakter, und merkt schnell, dass ihre Magie nicht immer nur als Gottesgabe gesehen wird, sondern wir in einem Zeitalter sind, wo es eben auch schnell als Teufelszeug abgetan werden könnte. Und wir haben hier einfach so diesen Glaubenskonflikt, und wie weit ist man bereit, Hexerei, Magie hinzunehmen, ohne den Menschen dahinter zu verurteilen. Und wir wissen ja alle, was mit Hexen, Zauberern, Magiern, sogenannten, einfach passiert ist. Und da kann man schon ein bisschen ahnen, in welche Richtungen es auch hier in Spanien gegangen ist. Ich fand es historisch eine sehr spannende Zeit. Ich mochte die Idee der Magie und auch die Atmosphäre. Allerdings war es mir manchmal zu holprig, zu langatmig und dementsprechend auch zu langweilig. Das muss ich tatsächlich sagen. Bardugo schreibt hier schon sehr erwachsen. Also während wir noch sehr viel Leichtigkeit und Spannung und so ein bisschen Lockerheit in den ganzen Krisha-Verse-Büchern hatte, wirkt es hier sehr erwachsen. Es wirkt aber so gewollt erwachsen. Und das tut der Sprache, finde ich, irgendwie nicht so richtig gut. Es wirkt oftmals sehr langweilig, sehr langwierig. Es wirkt sehr holprig, und ich finde auch,
dass Labadogo hier viel zu viel ausholt bei Dingen, die mich einfach nicht interessieren, während gerade das Magiesystem für mich einfach noch viel mehr Details haben hätte können und wir da ein bisschen kürzer gekommen sind. Ich mochte den historischen Anteil hier drin sehr gerne. Ich fand ihn sehr spannend, aufbereitet, sehr gut recherchiert, so für mein Empfinden. Natürlich habe ich auch ein bisschen rumgegoogelt danach und ich fand das wirklich sehr gelungen, sehr gut eingebaut und hätte mir aber wahrscheinlich auch ein bisschen weniger einfach tatsächlich gewünscht. Und dass ich das in der Fantasy sage, ist schon immer so ein Zeichen, dass man denkt, ja, irgendwo einfach zu viele Längen. Die Atmosphäre hatte mich sehr schnell gepackt, auch wenn sie sehr grausam und düster ist, wirkte es einfach sehr authentisch. Gerade wenn man sich so ein bisschen einliest, wie diese Zeit so war, fand ich das wirklich toll gemacht und ich mochte eben auch dieses ganze Magie, diesen Glaubensdiskussionen, Glaubenskriege und natürlich auch so dieses, ist Magie, Hexerei, ist das gut oder ist das böse? Mochte ich sehr, sehr gerne. Man konnte sich die Welt, die Zeit damals sehr gut vorstellen, es war sehr bildhaft beschrieben. Was ein bisschen kurz kam, waren die Gefühle und Emotionen der Charaktere, was die Charaktere auch einfach blass gemacht hat, sodass ich mit Lucia schon so ein bisschen mitgefühlt habe, mitgegangen bin, auch mit Sandangel, den ich wirklich toll gezeichnet fand, aber alles in allem hätte ich mir das ein bisschen tiefgründiger und echter tatsächlich gewünscht. Es wird hier der Fokus schon auch so auf drei verschiedene Frauen gelegt, was ich schon irgendwie interessant fand. Ich finde, Gruppendynamik gelingt Labadogo ganz gut, aber man kommt keiner dieser drei Frauen so richtig nah und ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen auch mein Problem war. Ja, das Tempo hätte schneller, spannender, angezogener sein können. Ich fand, einige Szenen und Dialoge waren ganz gut, aber oftmals auch mit viel zu vielen Details und Dingen, wo ich dachte, ach, zeig mir doch lieber die Dinge, als dass Leute darüber sprechen. Die Magie mochte ich, fand ich spannend dargestellt, war tatsächlich auch mal wieder so ein bisschen was anderes, was ich sehr schön fand. Und so diese zarte Liebesgeschichte, die hier auftaucht, die mochte ich auch sehr gerne. Jetzt habe ich vorhin gesagt, High Fantasy bedarf nicht immer einer Liebesgeschichte. Das ist auch richtig. Und auch hier diese Zartheit der Liebesgeschichte hat gepasst und hat uns die Charaktere ein bisschen näher gebracht. Und hat deswegen einfach auch so dieses historische Fantasy für mich sich einfach stimmig angefühlt. Das Ende war für mich tatsächlich perfekt. Das fand ich einfach authentisch, echt und wirklich und war für mich auch der emotionalste Teil. Also auf den letzten 50 Seiten hat mich Labadogo tatsächlich überzeugt und ich hätte mir gewünscht, dass sie das in den 450 Seiten vorher, nein, 350 Seiten, ja, 420 hat es, dass sie das schon vorher einfach so gemacht hätte. Es ist ein okayes Buch, es ist nicht das Highlight, auf das ich mich gefreut hatte. Es hat doch die ein oder andere Schwäche, aber eben auch das ein oder andere Positive. Dementsprechend ein Buch im Mittelfeld, aber mit dem schönen Cover. Ja, also ich hatte mir echt ein Highlight erhofft, deswegen ist es auch als haptisches Buch bei mir eingezogen. Mal sehen. Ja, wer sich jetzt daran erfreuen kann, irgendwie ein Buchtauschpaket oder eine liebe Freundin, die in die Richtung auch gerne liest, werden wir mal sehen. Ein bisschen schade, weil ich Labadogo einfach so mochte mit dieser Grisha-Reihe. Ich glaube, ich muss bei ihren erwachseneren Büchern einfach so ein bisschen darauf warten, bis die ersten Stimmen da sind. Denn ich habe jetzt tatsächlich schon 2, 3 sehr negative Stimmen gehört und auch so eine durchschnittliche. Und dachte so, ja, wenn ich das vorher vielleicht gewusst hätte, entweder hätte ich zum E-Book gegriffen oder ja, vielleicht hätte ich einfach gedacht, okay, es ist einfach mal nicht meine Geschichte. Ich glaube, ich habe von Labadogo noch ein Buch richtig offen, was so in dem Grishaverse sich spielt. Das werde ich auch noch lesen. Aber ich glaube, bei den erwachsenen Büchern werde ich einfach mal so immer mal ein bisschen jetzt erst die Stimmen abwarten und sehen, ob sie sich im Erwachsenen-Schreiben als erwachsene Autorin, dann ob sie dann einfach noch zu mir passt. Aber alles in allem eine okaye Geschichte. Muss es ja manchmal tatsächlich auch geben. Buch Nummer 7 ist Im Wald von John Lewis Stempel. Ein Buch, das schon ein bisschen länger auf meinem Sub verweilte. Mich aber auch das neue Buch des Autors jetzt sehr angesprochen hatte. Ich glaube Wandern in der Nacht oder Nacht im Wald, irgendwie so. Ich aber dachte, nein Steffi, sei mal hier konsequent. Lies erst das Buch, was du auf dem Sub hast. Ja, das Buch trägt den Untertitel Mein Jahr in Cockshut Wood. Und das ist
ist auch das Waldländchen, was der Autor seit über 4 Jahren, als die Geschichte hier beginnt, sozusagen bewirtschaftet hat. Und das hat er nach den Vorbildern seiner Vorfahren aus dem 13. Jahrhundert gemacht. Dort kümmert er sich um den Mischwald, geht auf Jagd, beschneidet seine Bäume und siedelt dann sogar Tiere wie Schafe und ich glaube, es waren 4 Kühe an. Und wir haben hier ein Tagebuch, das der Autor geschrieben hat im letzten Jahr, als eigentlich klar war, er verlässt dann irgendwann dieses Waldgrundstück und er nimmt uns hier eben im letzten Jahr komplett mit, wie er in diesem Wald mittlerweile angekommen ist, was der ganze Jahreszyklus so mit sich bringt, welche Arbeiten, Aufgaben, was er beobachtet und sein ganzer Blick richtet sich sehr, sehr bewusst auch auf diese letzten Tage, die er eben dort verbringen wird. Und in Tagebuchform haben wir dann hier auch den Erzählstil. Ich mochte den poetischen Blick des Autors richtig, richtig gerne. Ich finde es ein bisschen schwierig, etwas über die einzelnen Tagebucheinträge oder Ähnliches zu erzählen. Aber er ist sehr, sehr gut im Beobachten, sowohl von der ganzen Natur, von den Dingen, die passieren, die mit ihm passieren, also auch über Dinge, die er nachdenkt, die er uns hier mitgibt. Und ich mag seine Gedanken und auch die Erfahrungen, die er in diesem Jahr gemacht hat und wie intensiv er durch dieses Tagebuchschreiben eben auch auf Dinge geachtet hat. Und das ist ja was, was man durchaus in all diesen Achtsamkeitsratgebern auch mal liest. Wenn man zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch führt, dann ist man unter Tage eben schon viel aufmerksamer, um eben dann zu sehen, für was könnte ich denn heute im Laufe des Tages dankbar sein? Was ist mir Schönes passiert? Und da hatte ich bei dem Autor auch den Eindruck, dass ihm dieses Aufschreiben eben geholfen hat, unter Tage einfach schon aufmerksamer zu sein. Mir hat diese Tagebuchform richtig gut gefallen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, darin zu lesen. Auch wenn es manchmal nur sehr wenige Sätze an manchem Tag waren und ausschweifende an anderen, mochte ich es sehr gerne hier in seinen Gedanken, die er auch sehr poetisch ausgedrückt hat, mitzulesen. Es ist sprachlich schon sehr speziell. Ich glaube, das muss man mögen. Man darf, glaube ich, auch einfach davon nicht erwarten, dass es jetzt ein Waldbuch wird, sondern dass es natürlich schon einfach ein Erfahrungsbuch von ihm ist, das eben gerade im Wald stattfand. Und ich mochte seinen Blick auf die Welt einfach wahnsinnig gerne. Ich fand es sprachlich sehr gelungen. Ich mochte so dieses Eintauchen, diese Reflexion, dieses Wahrnehmen und es hat mir auch einige Impulse gegeben. Ich bin ja auch sehr gerne im Wald und in der Natur unterwegs und bin da auch schon jemand, der selten mal Ohrstöpsel irgendwie drin hat, ein Hörbuch hört oder Musik hört oder gar telefoniert. Das sind so Dinge, die ich auf meinen Spaziergängen nicht immer gerne habe. Es gibt Zeiten, da braucht man das vielleicht so ein bisschen oder ein sehr spannendes Hörbuch muss einfach weitergehört werden. Aber ich mag es schon gerne, diese Natur wahrzunehmen, die Bäume, wie sich das mit den Jahreszeiten verändert. Und hier gibt es definitiv auch so ein paar Impulse, auf was man zukünftig vielleicht noch ein bisschen mehr achten kann, wenn man eben gerade auch im Wald unterwegs ist. Es gab so manche Gedanken und ich glaube, die haben auch dazu geführt, dass das Buch nicht so ein komplettes Highlight wurde, die ich nicht so nachvollziehbar fand. Und es wirkte manchmal schon so, wie wenn er sehr chauvinistisch unterwegs ist, sehr männlich und er ist der starke Mann und was er alles tut und er, dass es schon sehr oberflächlich und verallgemeinern wird. Es hat er, glaube ich, tatsächlich nicht böse gemeint, ich glaube auch nicht in irgendeiner böser Absicht, sondern ich glaube, ja, er hat sich, glaube ich, nicht so viel Gedanken darüber gemacht, obwohl er sonst schon sehr häufig ein sehr besonnener und reflektierter Mann ist. Jetzt könnte man mal gucken, wie alt der junge Mann hier ist. Steht tatsächlich nicht da. Also er sieht nicht ganz so alt aus. Ich weiß gar nicht, ob das groß hier mal Thema war. Aber ich glaube tatsächlich nicht. Das fand ich ein bisschen schwierig. Also gerade als moderne, selbstständige Frau habe ich da mit so manchen Gedankengängen und Überlegungen von ihm so ein bisschen Unbehagen gefühlt. Aber das Positive und die Reflexion, die Beschreibungen, das Poetische überwiegt definitiv, sodass das Buch so fast ein Highlight wurde, wenn eben diese Gedankengänge vielleicht auch einfach erklärt worden wären. Also ich glaube, wenn mir jemand erklärt, warum er glaubt, dass das hier so ein Männerding ist, dann würde ich da sogar mitgehen und sagen, okay, wenn du mir das erklären kannst und es erscheint irgendwie logisch, es gibt glaube ich so Dinge, dann ist das für mich auch fein. Aber einfach so in den Raum geworfen, so unreflektiert, das hat nicht so zum Rest seiner Geschichte gepasst, zum Rest seines Tagebuchs und wie er die Welt wahrnimmt. Aber dennoch ein kleines, ruhiges, schönes Buch, was uns eben einfach ein Jahr in den Wald mitgenommen hat.
Das 10. Buch ist dann eine Graphic Novel und zwar Heartstopper Volume 1 von Alice Oseman. Habe ich mir in Englisch bei Tauschticket ertauscht, weil es so gehighlightet von einer lieben Freundin wurde. Sie hat total geschwärmt und dann dachte ich, ja, so eine Graphic Novel geht auf jeden Fall auch auf Englisch und es gab es, glaube ich, für ein Ticket bei Tauschticket und da durfte es mit. Und es gibt auch eine Serie auf Netflix, wie hier unten schwer erkennbar ist. Auch mit der habe ich schon begonnen. Es ist der Auftakt einer bisher, glaube ich, fünfteiligen Reihe. Der 6. Teil ist schon zumindest so angekündigt und wir haben hier eine Graphic Novel, das heißt, leider tatsächlich alle Bilder auf schwarz-weiß, aber das tut natürlich keinen Abbruch, mit eben wirklich sehr einfachen Illustrationen, aber ich mag so wie Gefühle manchmal mit Schmetterlingen oder Blitzen oder so gezeigt wurde oder hier, dass man sieht, okay, es wurde eben langsam Herbst, sowas gefiel mir richtig, richtig gut. Ich lese sehr selten Mangas oder Graphic Novels oder Comics, aber ich habe mich hier einfach mal rangewagt. Ja, wir treffen auf Charlie, einen jungen Mann, der kürzlich in der Schule geoutet wurde. Seine ganze Schule weiß Bescheid und natürlich auch seine Freunde, auch seine Familie. Nimmt sich das so ein bisschen an. Er ist ein bisschen schüchtern, ein bisschen introvertiert, versteckt sich auch in den Mittagspausen durchaus mal und dann trifft er aber in der Unterrichtsstunde auf den Star der Rugby-Mannschaft, auf Nick. Und beide freunden sich an und man merkt schon in der Geschichte und auch Charlie merkt es, dass er doch ein bisschen mehr für Nick empfindet. Und aus dieser Freundschaft, die sehr intensiv ist, die auch Nick so ein bisschen die Welt von Charlie zeigt und auch die Probleme, die es durchaus gibt, wenn man eben in so jungen Jahren, im Grunde in so einer etwas, sehr eliteren Umfeld eben geoutet ist, welches Probleme da einfach so ein bisschen gibt. Aber durch diese Freundschaft merkt auch Nick, vielleicht ist da tatsächlich doch mehr an Gefühlen, die er eigentlich haben sollte, müsste, könnte. Und ist da so ein bisschen in Gedanken dann auch des Öfteren bei Charlie und es entwickelt sich eben so eine schöne Freundschaft und ich meine, es steht schon groß drauf, Boy Meet Boy, also ja, es ist natürlich schon so ein bisschen auch eine Liebesgeschichte. Für mich war das ein absolutes Highlight. Ich bin in diese Geschichte eingetaucht, hatte so eine klitzekleine Erwartung und dachte, naja, es wird irgendwie so eine Jugendliebesgeschichte sein, aber nein, es ist eine Jugendliebesgeschichte, denn zwei Jugendliche lieben sich, lernen sich kennen, freunden sich an, verbringen ihre Tage zusammen, ihre Gedanken werden ausgetauscht, sie schreiben sich viele WhatsApp-Nachrichten, chatten und es sind Jugendliche. Aber diese Geschichte ist so viel mehr, denn sie ist wunder, wunder, wunderschön. Es sind total liebenswerte Charaktere, es ist eine langsame Love-Story und es ist so total zum Abtauchen und mit rein in diese Geschichte kriechen und so zum Schwärmen und es war wunder, wunder, wunderschön. Ich liebe die schlichten Zeichnungen, die fand ich richtig gelungen. Es hat so Emotionen trotzdem herausgefiltert und gezeigt und dargestellt, die ich richtig gut fand. Ich habe mich in diesen Bildern sehr, sehr, sehr verloren und ich muss sagen, das hat die Serie nicht ganz so geschafft. Also bei der Serie finde ich doch, manches ein bisschen anders, so die Folgen, die ich bisher gesehen habe, aber gefällt mir sehr gut. Sprachlich war es sehr leicht, es hat wenig Text, dafür wirklich viele Emotionen. Klappt auch, ich würde sagen, für Englisch vielleicht so mittelrangige Sprechenden, die einfach sagen, okay, ich verstehe einiges, würde mir ein bisschen schwer tun, wenn wirklich so ganze Sätze kompakt und vielleicht auch komplex. Ich glaube, hier tut man sich definitiv ein bisschen leichter und ich fand es einfach schön. Ich mochte es in Englisch gelesen haben. Ich mag Charlie als Charakter total gerne, der ist super sympathisch, sehr herzlich, er ist so geerdet und er schwankt nicht in seiner Entscheidung, dass er eben einfach schwul ist und ich finde es schön, dass wir hier mal einen Hauptcharakter haben, der eben schon geerdet ist, der wirklich weiß, dass er das ist, dass er ist, wie er ist, dass er das auch gut findet, so wie das ist und eher so drumherum die Menschen so ein bisschen eine Veränderung wahrnehmen. Ganz oft ist es ja so, dass wir im Grunde einen Jugendlichen auf seinen Weg begleiten und hier haben wir eher, dass das Umfeld so ein bisschen mitgeht. Gerade bei Nick, das fand ich so schön. Ich mochte, wie sich auch das Rugby-Team und die neuen Freunde verändert haben, die das wahrgenommen haben und ich fand das richtig, richtig toll. Also ich mochte Charlie wahnsinnig gerne, ich mochte Nick gerne, ich mochte Tao, auch die Freunde, die hier gezeichnet wurden, super gerne, also die Nebencharaktere, die auch alle so ein bisschen irgendwie ihr Päckchen zu tragen haben und ich fand es toll. Ich fand auch sehr gut gezeichnet, wie Nick eben so diese Zwiespältigkeit in sich spürt. Ich fand das sehr nachvollziehbar, kenne ich selbst aus meinem Umfeld, gerade als man einfach jünger war und irgendwo in der Pubertät war, wo man eben mitbekommen hat, wie
doch ein paar Menschen sich so gehadert haben, sind sie das eine, das andere, gar beides oder was auch immer, all viele Dinge dazwischen. Und ich habe mich da auch als Jugendliche sehr wiedergefunden bei diesem Prozess und es war einfach authentisch, echt und ich fand es einfach toll. Es hat mich wirklich ganz, ganz tief gecatcht und mitgenommen, sehr begeistert und ich liebe einfach die Optik der Illustrationen, richtig, richtig schön und ja, ich werde auf jeden Fall mit der Serie auf Netflix weitermachen. Ob ich jetzt wirklich die Buchreihe weiterlese, muss ich tatsächlich gestehen, weiß ich noch nicht. Ob ich sie vielleicht als E-Book einfach weiterlese. So ein bisschen stört mich halt doch ein bisschen, dass es keine Geschichte ist, sondern so ein Graphic Novel. Aber der erste Teil war wirklich ein Highlight, wunderschön, wird im Regal bleiben, weil er mir auch optisch richtig gut gefällt. Und ja, ich mich da freue, dass ich das tatsächlich so für mich entdeckt habe und so viel wunderbare rosa Gefühle für mich einfach hatte. Das 11. Buch ist ein Reread und zwar Das Reich der Vampire von Chael Christoph. Das habe ich vor 2 Jahren gelesen und jetzt habe ich mir die Geschichte von Robert Frank vorlesen lassen und ich glaube, ich muss hier zu Robert Frank gar nichts mehr sagen. Er ist einer meiner absoluten Lieblingsstimmen. Er vertont Fantasy einfach perfekt und so auch Das Reich der Vampire. Ja, der zweite Teil erschien jetzt Ende Mai, Anfang Juni und das möchte ich auf jeden Fall auch hören und dementsprechend wollte ich mich nochmal in diese Welt hereinbringen. Und habe das eben mit dem Hörbuch gemacht. Ja, wir treffen auf den jungen Gabriel de Leon, der sein Heimatdorf verlassen muss und sich dann in San Michon wiederfindet, wo er beim Orden der Silberwächter ankommt. Und diese Bruderschaft, die noch im Geheimen agiert, soll das Reich und besonders auch die Kirche gegen die Vampire verteidigen. Denn die sind seit über 27 Jahren auf den Vormarsch, denn da ging die Sonne unter und die Vampire dehnen ihr ewiges Reich aus. Er erzählt uns hier von seiner Kindheit, seiner Jugend, von der Welt, wie sie sich entwickelt hat und wir erleben eben auch, wie er im Jetzt so ein bisschen verzweifelt ist und eben auch langsam seinen Glauben verliert. Es gibt in dieser Welt nur noch wenige Orte, die von Menschen sozusagen sicher bewohnt werden können. Es sind kleine Inseln des Lichts in einem Meer aus ewiger Finsternis. Und diesen Satz habe ich damals schon abgöttisch geliebt und ich liebe ihn heute immer noch. Finde ihn richtig gut getroffen und er zeigt eben, wie düster Vampire sein können. Und so gehen wir eben mit Gabriel de Leon einen langen Weg über 1000 Seiten und auch einigen Hörstunden, die mir aber wirklich großen Spaß gemacht haben. Auch beim Reread hat es nicht ganz zu einem Highlight gereicht. Es ist episch, es ist groß, es ist erzählerisch mit Spannung und auch Tiefgang. Es sind Vampire, wie ich sie liebe, aber irgendwie habe ich auch beim Hören so manche Länge wahrgenommen und ich finde auch nach wie vor, dass man doch einfach so ein paar Ähnlichkeiten zu anderen Geschichten entdeckt, zu Vampirgeschichten, aber auch zu Geschichten, die Chael Christoph selbst schon erzählt hat. Wir haben eine sehr düstere, atmosphärische Welt, die wirklich sehr episch ist, sehr groß ist. Ich glaube, es soll ja auch wirklich eine Trilogie werden. Es sind wahnsinnig viele Details zu dieser Welt, zu der Entwicklung, zu der Geschichte und es waren mir manchmal tatsächlich zu viele, beziehungsweise haben die sich auch manchmal ein bisschen wiederholt. Und so gab es eben doch 2, 3 Stunden, die wirklich sich ein bisschen langsam und langweilig angeführt haben. Und das kenne ich von Chael Christoph nicht. In Nevernight hat mich keine Stunde gelangweilt. Und das wundert mich, dass es beim Reread mit dem Hörbuch doch auch so manchmal dieses Gefühl gab, ist denn jetzt eigentlich was in der letzten Stunde passiert? Die vielen Details finde ich natürlich dennoch gut, weil man natürlich hier mitgenommen wird und begeistert wird und eintauchen kann in diese Welt und die Sprache ist schon sehr ausführlich, ausufernd. Sie ist manchmal auch wahnsinnig derb. Es wird viel geflucht. Es gibt schwarzen Humor. Das muss man definitiv mögen. Ich habe in den ein oder anderen Rezensionen danach wahrgenommen, dass das viele doch too much fanden. Ich persönlich nicht. Ich finde, das gehört so ein bisschen in diese dunklere Fantasy und ich mag das sehr, sehr gerne. Die Charaktere, die wir hier treffen, egal ob Vampir, Mensch, von der Bruderschaft, was auch immer, sie sind sehr tiefgründig angelegt. Wir haben wahnsinnig tolle Entwicklungen, sie sind sehr facettenreich beschrieben, man bekommt wirklich ein Gesicht vor Augen, wenn über die Charaktere gesprochen wird, mochte ich wahnsinnig gerne und besonders natürlich Gabriel de Leon, den man doch sehr ins Herz schließt, weil man mit ihm in diese nicht nur Abenteuerreise des Weges geht, sondern eben auch in seine eigene Reise geht. Und was ich wirklich ganz großartig finde, sind
Vampire sind hier so, wie ich sie liebe. Sie sind eine Bedrohung, sie sind blutrünstig, grausam, sie sind hinterhältig, sie sind clever und sie wollen einfach die Macht. Und so müssen Vampire einfach für mich sein. Natürlich verliebt sich bestimmt der ein oder andere Vampir mal, aber ich glaube, die Grundzüge des Vampirismus, wie diese Kreaturen funktionieren, die kann man eben einfach nicht auch mit Liebe irgendwie ausschalten. Ich mag das wahnsinnig gerne. Ich mochte die Konflikte mit diesem Blutstatus unter den Vampiren sehr gerne. Ich mochte auch, dass es so die Elenden gab, die wirklich so am Verhungern sind und wirklich eher so verzweifelte, fast Zombies irgendwie sind. Ich fand das toll gezeichnet, richtig, richtig toll. Ich mochte dieses Buch. Also es ist für mich wirklich ganz nah an einem Highlight. Es hat Spaß gemacht, es zu rereaden. Und ja, ich meine, man merkt schon meine Begeisterung dennoch an, denn auch gerade wenn man ein Buch rereadet, muss man es ja auf jeden Fall gut gefunden haben und das tue ich. Also ich würde sagen, würde ich so halbe Sterne geben, würde ich tatsächlich sagen, es sind 4,5, weil eben so die ein oder andere Länge, das ein oder andere zu viel an Wiederholung, da hätte ich mir einfach gewünscht, dass das so ein bisschen fehlt. Ich bin dennoch mega, mega gespannt auf Band 2 und vielleicht wird ja Band 2 mein Highlight, das mich dann einfach total abholt, mitnimmt, mitreißt und das fand ich echt toll. Also ja, es ist eine wahnsinnig tolle Vampirgeschichte und wirklich düster, episch, groß und ich bin gespannt, wie groß sie noch geht und wie es nun weitergeht nach dem doch etwas gemeinen Cliffhanger am Ende des ersten Teiles und bin hier mega, mega gespannt und werde das Hörbuch für Band 2, denke ich mal so im Juni oder Juli hören und freue mich da jetzt wirklich sehr drauf. Buch Nummer 13 ist ein etwas kürzeres Hörbuch gewesen. Ich glaube, mit nur knapp 2 Stunden Hörzeit, wenn ich mich nicht täusche. Ja, knapp 2,5 Stunden. Und zwar Altern von Elke Heidenreich. Für mich mal wieder ein Highlight von Elke Heidenreich, was mich wahnsinnig gut unterhalten hat und mir auch sehr viele Gedankenimpulse gegeben hat. Ich habe schon ein paar Bücher von ihr gelesen bzw. gehört. Ich mag ihre Art des Erzählens sehr gerne. Ich finde schön, wie sie auf die Welt blickt und das auch rüberbringt. Ich fand auch damals ihre Büchersendung im TV richtig cool. Habe ich auch sehr gerne geschaut, bis es ja irgendwann abgesetzt wurde. Und dann ist es ja auch ein bisschen ruhiger, zumindest im Fernsehen, um Elke Heidenreich geworden. Das Buch hat, glaube ich, so knapp 110, 120 Seiten, nicht ganz 3 Stunden Hörzeit. Ich muss sagen, ich glaube 22 Euro für ein Buch in dem Bereich, wenn man gerade so ein bisschen was über 100 Seiten hat, schon einen Wahnsinnspreis. Muss man einfach ehrlich sagen, wenn man sich das jetzt hochrechnen würde, dass 100 Seiten knapp 20 Euro kosten und man würde jetzt so ein 600 Seiten Buch nehmen, also das möchte ich dann tatsächlich nicht mehr bezahlen. Also das finde ich einfach ein bisschen viel. Daher habe ich hier zum Hörbuch gegriffen und sie spricht das auch selbst und ich mag es auch, wie Elke Heidenreich Geschichten vorliest, vorträgt und ich finde es hier auch so eine persönliche Note, weil sie natürlich auch weiß, wo sie ihre Gedanken noch so ein bisschen unterstreichen möchte mit ihrer Sprache. Also hier wirklich ein tolles Hörbuch zu einer Geschichte, die eben sehr autobiografisch ist. Ja, sie ist mittlerweile über 80 Jahre alt und blickt mit diesem Buch ein bisschen in ihre Vergangenheit bzw. auf ihr Alter und das Leben und was eventuell noch in den nächsten, ja vermeintlich weniger Jahren als Rückblicken, dann so ein bisschen passieren wird. Sie bespricht auch sehr direkt das Phänomen, dass wir zwar alle älter und alt werden wollen, aber auf keinen Fall tatsächlich alt aussehen wollen oder gar gebrechlich oder krank werden wollen. Und was das eigentlich so ein bisschen für ein Widerspruch in der Gesellschaft ist, weil keiner will alt sein, keiner sagt, er ist 60, alle hören irgendwann mit 30 auf zu altern und wollen aber eigentlich gesund und fit bis ins hohe Alter bleiben. Und das ist auch ein Phänomen, was ich beobachte, jetzt auch im Freundeskreis, gerade so ein bisschen auch die über 40-jährigen Freunde, die irgendwie bei 35 aufgehört haben, ihren Geburtstag zu feiern oder zu altern. Und ich mir denke, hallo, ich will 100 werden und ich will jedes Jahr bewusst mitnehmen bis dahin. Und ich es faszinierend finde, wie die Gesellschaft da so ein bisschen tickt. Auch, dass Männer durchaus reifer und älter werden dürfen, während Frauen ja eigentlich immer so ein bisschen dazu genötigt werden, Anti-Aging zu machen und jung zu bleiben. Und auch das spricht Elke Heidenreich so ein bisschen mit an. Es ist ein sehr persönlicher Einblick in ihr Leben, in ihre Entscheidungen, die sie getroffen hat, also zum Beispiel auch, dass sie eben sich bewusst irgendwann gegen Kinder entschieden hat und jetzt eben natürlich erzählt, was es da für Unterschiede im Alter gibt, dass man eben keine Kinder hat und wie es vielleicht wäre, wenn doch. Sie macht sich Gedanken über was wird sie mal vererben, wie werden das ihre Freunde und Bekannte aufnehmen, wer wird sich mal irgendwie um etwas kümmern. Ich fand es sehr toll, dass sie von ihrem Hund erzählt hat, der noch relativ jung ist, dass sie sich aber bewusst nochmal für ein Haustier entschieden hat, weil sie einen Grund
braucht, um nach draußen zu gehen, und dass aber dieser Hund abgesichert ist. Also dass von vornherein klar feststand, welche Freundin von ihr übernimmt diesen Hund, eine durchaus, ich glaube, 20 Jahre jüngere Freundin, und dass er eben wirklich abgesichert ist und sie sich darum gekümmert hat. Und das fand ich so schön und so vernünftig. Ich bin ein großer Tierschützer und ich hätte große Angst, dass mir jetzt irgendwas passieren würde, was mit meinen Katzen und meinem Hund passiert, denn ja, also natürlich denkt man in so jungen Jahren noch nicht darüber nach, wem vermacht man die, aber ich finde es sehr gut, dass sie das mal betont und man merkt, wie ernst sie dieses Thema angeht, auch all die Dinge des Vererbens, des Vorsorgens, der Beerdigung und ähnlichen Dingen, und wie sie eben auch damit umgeht, dass Menschen in ihrem Umfeld eben immer älter werden, obwohl sie auch einen jüngeren Partner hat, aber dann trotzdem sagt, wie viele Menschen sie natürlich schon auch verloren hat. Ich fand diese Geschichte wirklich ein Highlight. Ich fand es toll, wie sie einfach direkt ihre Gedanken ausspricht zum Alter, wie ernst das Thema auch von ihr rübergebracht wird und wie sie eben ihre Gedanken hier wirklich auch ausspricht und wie messerscharf sie hier auch einfach Antworten hat zu Fragen, die eigentlich keiner stellt, die aber so den Eindruck machen, als dass man sich damit beschäftigen müsste. Und ich finde, sie trifft mit vielen ihrer Gedanken voll ins Schwarze. Ich mag den erzählenden Stil von Elke Heidenreich super gerne. Ich kann hier sehr folgen. Es ist wirklich immer ein Genuss an Intelligenz, an Lebenserfahrung, an Direktheit und wie sie es eben auch einfach in Worte fasst, welche Art sie findet, um diese Dinge nicht beleidigend oder irgendwie rüberzubringen, sondern das wirklich sehr respektvoll zu machen, und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und ich glaube, so manch anderer würde sich es einfach gar nicht trauen, so über dieses Thema auch zu sprechen. Denn Altern gehört natürlich dazu. Es wird uns hoffentlich alle treffen und wir sollten uns alle auch damit beschäftigen, auch mit den Dingen, die wir hinterlassen. Und das fand ich tatsächlich super spannend, wie sie mit ihren wertvollen Büchern so verfährt und ob überhaupt andere Leute irgendwann mal zu schätzen wissen, welche Werke sie da eigentlich hat oder auch Briefe, die sie aufhebt, wo sie sagt, sie ist viel zu emotional an manche Dinge gebunden und das muss jemand anders wegwerfen und jemand anders irgendwie dann auch wegbringen. Und das fand ich super spannend, weil ich das auch kenne und natürlich auch jetzt noch nicht in diesem Ausmaß und in dieser Tiefgründigkeit, wie das Elke Heidenreich macht. Aber ich mir natürlich auch meine Gedanken mache und sage, wenn jetzt irgendwas wäre, Gott, wer sortiert hier meine Bücher aus? Und da sind keine Kunstschätze irgendwie dabei. Aber fand ich sehr spannend und hat hier wirklich so den ein oder anderen Impuls gegeben. Besonders gelungen fand ich auch so ein bisschen die Zitate von Berühmtheiten, Autoren und eben auch Buchcharakteren, die sie verwendet, weil ich auch jemand bin, der gerne in Zitaten spricht. Und meine Lieblingscharaktere, Lieblingsszenen, Lieblingsdialoge durchaus auch in den Alltag einwerfen. Ich habe mich hier sehr wiedererkannt und dachte, okay, was bedeutet das? Ist das gut, ist das schlecht? Aber es ist natürlich komplett ohne Wertung. Und ich habe mich da sehr verstanden gefühlt und habe da gemerkt, okay, Frau Heidenreich und ich, wir haben da so ein bisschen Draht zueinander. Und ja, besonders schön fand ich das Zitat, ich bin das, was ich gelebt habe und das, woran ich mich erinnere. Und das fand ich sehr schön. Das hat mich sehr ins Herz getroffen. Das hat es auch in mein Zitatebuch geschafft. Und das fand ich wirklich ein sehr, sehr schönes Zitat. Und grundsätzlich wirklich ein Highlight-Buch, wenn man sich mit dem Thema Altern mal so ein bisschen auf die doch etwas lockere, unterhaltsame Art beschäftigen möchte. Das 13. Buch ist dann Meine große Freiheit von Maike Prung. Es ist der 13. Band der Sehnsuchtsorte-Reihe. Ich habe noch 2 Bände auf dem Sub und 2 jetzt auch bei Rebuy bestellt. Und da müsste ich auch so ziemlich alle haben und gelesen haben, die ich irgendwie spannend fand. Es gibt, glaube ich, so 1-2 Bände, die mich einfach nicht ansprechen und die bestelle ich dann natürlich auch nicht. Ja, die Autorin ist seit 14 Jahren die Hafenschnackerin und erzählt uns hier eben von ihrem Weg, von den Anfängen ihrer Ausbildung, das Arbeiten in der IT-Branche und dann eben von ihrer Geschichte, wie sie die Hamburg-Liebe, die sie eben fühlt, jenseits von Standardtouren eben an Gäste auch weitergibt. Ursprünglich kommt sie eben aus der IT, ist also schon so ein bisschen eine Männerdomäne gewöhnt, merkt aber natürlich, dass das am Hamburger Hafen nochmal eine ganz andere Spur ist, eine ganz andere Tonart. Und sie hat dort als Beraterin gearbeitet und orientiert sich dann aber aus verschiedenen Gründen um und zeigt jetzt eben Touristen Hamburg, ganz auf dem Wasser, ganz viele Touristen, aber auch durchaus so
in Firmenfeiern und Ähnlichem dann eben auch eingesessenen Hamburgern und macht hier immer etwas ganz Besonderes, um dann eben ihre Lieblingsstadt auch den Leuten so ein bisschen nahe zu bringen. Ja, ich fand auch hier die Geschichte wieder sehr kurzweilig erzählt. Ich mag den Weg, den die Autorin so genommen hat, wie sie uns erklärt, warum sie eben hier rechts gegangen ist und nicht links, was so sich für Zweifel ergeben haben, für Fragen, für Gedanken. Ich fand auch die spannenden Geschichten rund um Hamburg und auch den Hafen super spannend. Es ist locker, es ist leicht und es war sehr unterhaltsam. Also es hat mir richtig gut gefallen. Ich war ja vor einigen Jahren mal in Hamburg und ich fand es eine richtig schöne Stadt, die doch ein sehr wohliges Gefühl in mir hinterlassen hat. Und ich glaube, wenn ich das nächste Mal nach Hamburg reise, dann würde ich definitiv auch so eine Hafentour machen, weil das ist, glaube ich, schon nochmal was, was man wahrscheinlich auch einfach mal gemacht haben sollte. Ich finde es richtig schön, wie sie uns sprachlich hier so ein bisschen mitnimmt, sowohl in der Sprache, die eben in Hamburg geschnackt wird, als dann eben natürlich auch einfach in unserer deutschen Sprache, dass wir alle was verstehen und wie sie da so ein bisschen den Spagat schafft, das fand ich richtig gut. Es gibt viele Infos zu Hamburg, zu diesen Touren, auch so ein bisschen zu den Unterschieden, wie sie sich eben gerne abgrenzt, zu der Geschichte von Hamburg und den Hafen. Und wir sind eben auch bei einigen Veranstaltungen mit dabei, unter anderem bei dem G20-Gipfel, der ja vor einigen Jahren war, wo sie dann eben auch die First Ladies plus First Men sozusagen der Staatsoberhäupter umhergefahren ist, ihnen das erklärt hat, ihnen Hamburg gezeigt hat und was es da eben auch für Probleme gab und Hindernisse und dass es alles gar nicht so leicht ist, wie es erstmal aussieht. Ich fand es toll, dass wir ganz viel Insiderwissen bekommen haben und auch so ein paar Geheimtipps, was ich ganz gut fand. Und ich mochte eben auch einfach so diese Anekdoten, sowohl von den Gästen als natürlich auch mit allen, die in irgendeiner Art und Weise irgendwie am Hafen arbeiten. Es war mir an mancher Stelle vielleicht eine Spur zu banal und manchmal wurde auch zu viel das Gleiche erzählt, weil natürlich so eine Tour und Gäste sich auch nur bedingt verändern. Aber ich mochte es gerne. Es ist definitiv ein lesenswerter Band dieser Reihe und ich freue mich da auf all die Bände, die noch kommen. Und beim 14. und letzten Buch führte es mich parallel tatsächlich auch nach Hamburg und zwar das kleine Bücherschiff von Tessa Hansen. Ist der Auftakt einer, so wie ich das jetzt gesehen habe, Dilogie. Der zweite Teil spielt dann im Winter und erscheint dann Mitte Oktober. Gesprochen wird das Hörbuch von Lydia Herms, die ich bisher bewusst noch nicht kannte. Ich fand aber tatsächlich ihre Betonungen und ihre Art des Erzählens sehr gelungen. Ich mochte auch, wie sie so ein bisschen unterschieden hat in Dialogen und eben auch die Beschreibungen oder eben so das Drumherum erzähle. Das hat Lydia Herms für mich sehr gut gemacht und ja, ich habe mich gefreut, hier ein bisschen in Hamburg weiterhin unterwegs zu sein. Ja, wir treffen auf die zwei Freundinnen Katja und Miri, die sich ja, nach langem Überlegen und langer Zeit einen großen Wunsch, einen großen Traum erfüllen und ihre eigene Buchhandlung eröffnen. Allerdings ist das nicht einfach irgendein Laden mitten in Hamburg. Nein, es ist ja, abseits davon am Hafen, denn sie ja, kaufen ein oder mieten eine alte Barkasse und machen eine ein Bücherschiff, eine Buchhandlung eben ja mitten schwimmend auf der See und wollen hier eben ein bisschen etwas Besonderes an Ambiente bieten. Das Schiff wird von Grund auf von den beiden saniert und renoviert und wird so eben zu einer schwimmenden Buchhandlung mit Events und Aktionen und eben wunderbaren Ideen, die sich die beiden so ein bisschen einfallen lassen. Und besonders die Events fand ich richtig cool und würde mir wünschen, dass es sowas tatsächlich wirklich geben würde. Ja, doch dann geht es so ein bisschen los, dass die Miete für das Schiff erhöht werden soll, dass die beiden überlegen müssen, wie können sie sich das jetzt noch leisten, wie gehen sie mit dem Kredit um, auch für die Renovierungen und Ähnlichem und ja, müssen da eben beide jetzt so ein bisschen ja, ihren Traum mal so ein bisschen überdenken und zudem muss auch Miri gerade in dieser Zeit noch umziehen und trifft dann auch vor ihrer neuen Wohnung ja auf den Architekten Henning, der auch dafür verantwortlich ist, dass die Miete steigt, beziehungsweise der Überbrücker dieser Nachricht war und der ist alleinerziehender Vater und nimmt ihr im Grunde vor der Nase die Wohnung weg mit den zwei Zimmern und sie selbst muss dann in die übrige Einzimmerwohnung ziehen und das bringt natürlich so ein bisschen an Diskussionsstoff und auch so ein bisschen an Hindernissen, die so ein bisschen diese ersten zarten Liebesgeflüstern sozusagen sich im Wege stellt. Es war eine sehr kurzweilige Geschichte, die sehr wohlfühlig war, die Hamburg wunderbar rübergebracht hat mit einer coolen Idee und auch sympathischen Charakteren. Aber ich muss echt sagen, sie wirkte wahnsinnig normal, banal, unspannend und irgendwie nicht sehr innovativ. Und ja, was erwartet man vielleicht von so einer Wohlfühl-Liebesgeschichte?
Wenn man aber so eine coole Idee hat, ich hätte mir gewünscht, dass mehr aus dem Bücherschiff herausgeholt wird. Der Stil ist von der Autorin locker, er ist leicht, ich fand ihn auch kurzweilig, die Hörzeit war wirklich sehr angenehm und es verging wirklich gut wie im Flug. Aber auch wenn ich mir das Bücherschiff gut vorstellen konnte, also es war sehr bildhaft geschrieben und man hat einen guten Eindruck bekommen, wie sieht es von außen, von innen aus, wie wird das Schiff ja im Grunde dekoriert für die Events, aber es war mir ein bisschen zu wenig Bücherschiff, denn das ist ja der Titel und ich erwarte mir da ein bisschen mehr, ich erwarte mir da Buchtipps, ich erwarte mir da mehr von den Events, ich erwarte mir mehr Gespräche irgendwie von den Buchhändlerinnen mit ihren Kunden und das ist mir einfach viel zu kurz gekommen. Ja, wir erleben manchmal so ein paar Kunden, ein paar Leser und andere Nebencharaktere, die sind aber schon sehr dünn und klein und irgendwie nicht sehr groß in dieser Geschichte, was ich wirklich sehr schade fand. Denn Miri und auch Katja wirken sehr authentisch, sehr erfrischend und es sind schon sehr coole Hauptcharaktere, aber mir fehlte so ein bisschen die Interaktion auch mit den anderen. Und gerade wenn ich eine Buchhändlergeschichte erzähle, möchte ich doch auch ein bisschen was von diesem Leben mitbekommen. Und auch wenn ich glaube, dass das schon sehr romantisiert wurde, denn ich glaube, dass das Leben als eines Buchhändlers nicht so ist, wie hier drin dargestellt, hätte ich es mir trotzdem so ein bisschen anders einfach gewünscht. Einfach mehr in Interaktion mit Gästen und Buchempfehlungen und Ähnlichem. Und das kam hier ein bisschen kurz. Der zweite Teil, man sollte ihn nicht lesen, den Klappentext, bevor man nicht den ersten gelesen hat. Er spoilert nämlich so ein bisschen, dass es dann mehr um Katja geht, während wir hier ja ein bisschen mehr bei Miri waren. Das finde ich aber gar nicht schlimm. Aber wie gesagt, lest euch nicht den zweiten Teil durch. Man muss die definitiv in der richtigen Reihenfolge lesen. Ja, ich fand die Idee des Bücherschiffs wirklich großartig und fand es auch spannend, wie sie so ein bisschen herleiten, warum es gerade ein Bücherschiff wird. Ich muss aber sagen, im Mittelteil plätschert es wahnsinnig vor sich hin. Also es passiert nicht viel, es gibt irgendwie Hindernisse, die eigentlich keine sind, es gibt Konflikte, die eigentlich keine sind, beziehungsweise die sich leicht mit einem Gespräch hätten auch irgendwie klären lassen. Und es war schon irgendwie so, dass okay, es lief nebenbei, ich habe dem zugehört, ich habe nebenbei eben einfach auch andere Dinge gemacht. Aber ich glaube, hätte ich es gelesen, dann hätte ich das Buch wahrscheinlich irgendwann im Mittelteil auch gesagt, ach, da geht überhaupt nichts weiter, es passiert irgendwie nichts, vielleicht hätte ich es dann sogar abgebrochen. Also hier spreche ich definitiv die Empfehlung für das Hörbuch aus, weil man hier eben einfach das Plätschern so nebenbei ein bisschen genießen kann, ohne dass man zu aktiv irgendwie mitdenken muss oder ja, was halt manchmal auch einfach schade ist. Ich hätte mir auch ein bisschen mehr Spannung gewünscht, denn es wird relativ zu Anfang sehr klar, wo das hingeht, wo die Konflikte hinführen, warum es da Konflikte gibt, nämlich damit es einfach Konflikte gibt, damit eben nicht direkt nach einer Stunde Hörzeit irgendwer zusammenfindet und ich finde das echt mittlerweile so anstrengend. Also Konflikte, nur damit es Konflikte sind, brauche ich einfach nicht und ich wünsche mir da einfach ein bisschen mehr. Ich wünsche mir da einfach etwas Echteres, ein bisschen mehr Leben und es gibt nicht in jedem Leben ständig Konflikte mit Menschen, die man irgendwie trifft, sondern manchmal ist das Leben auch einfach gut und nett und freundlich und ja, dann wäre es natürlich eine sehr langweilige Geschichte, aber sind wir mal ehrlich, wir lesen ja alle Wohlfühlgeschichten und Liebesromane, weil wir ja wissen, wo es hinführt und wenn dann eben so künstliche Konflikte, Hindernisse eingebaut werden, wo man denkt, naja Leute, es ist, bitte, reißt euch mal zusammen, aber ja, das fand ich hier einfach nicht so ganz schön gelöst und ich weiß tatsächlich auch noch nicht, ob mich der zweite Teil genug anspricht, ob das irgendwie spannender wird, ob das vom Stil anders wird. Vielleicht warte ich da einfach mal ein paar Rezensionen ab, aber so jetzt würde ich gerade sagen, nee, ich glaube, der zweite Teil kann mir auch nicht mehr geben als der erste und ob es mich jetzt wirklich so viel mehr interessiert, was jetzt weiter passiert. Weiß ich tatsächlich auch nicht. Ein bisschen schade, hatte mir ein bisschen mehr gewünscht. Alles in allem war es locker, leichte Unterhaltung und dafür war es auch wirklich gut. Aber jetzt nichts, wo ich sage, muss man irgendwie gelesen oder gehört haben. Und das waren sie jetzt, meine gelesenen Bücher und auch gehörten Bücher aus dem Monat Mai. Ich bin gespannt, was euer Highlight des Monats war, ob ihr einen Flop vielleicht auch irgendwie hattet. Lasst uns da gerne in den Kommentaren in den Austausch gehen. Ich packe euch alle Bücher dieses Videos in die Infobox. Schaut auch gerne im ersten Teil nochmal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.